أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد So, heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, was doch sehr viele immer betrifft, die einen früher, die anderen später. Das ist für die einen, wenn sie sich zum Islam wieder hingezogen fühlen, und für die anderen, wenn sie neu dazukommen, die Fügung von Allah oder die Rechtleitung von Allah, wie wir es bezeichnen wollen. Wohl mehr die Fügung, wenn zum Beispiel Leute den Islam mal gelebt haben und haben sich verabschiedet für eine gewisse Zeit, für Leben in Gaflet, in Sorglosigkeit, in das nächste Leben. Und dann irgendwann kommen sie wieder zurück. So Allah subhanallah und Allah nimmt sie auf. Sie machen Dua, ja Rabbi, vergib mir. Und Allah subhanallah vergibt ihn und führt sie dann zu einem Ort, wo sie in Islam wieder versuchen können, leben zu können, praktizieren zu können. Und Allah subhanallah ist eigentlich der, der wo die Weisheit hat. Der wo den Durchblick hat. Der wo weiß, was ist gut für die Menschen, was ist nicht gut. Wenn er jetzt einer zum Islam zurückfindet, Alhamdulillah, und Allah weist ihn den Weg, dann gibt er an einen Ort hin, wo er sich gut aufgehoben fühlt, oder wo Allah subhanallah weiß, an diesen Ort wird er gut aufgenommen, er wird nicht überfordert. Denn wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann wohin gehen, wo ich ganz überfordert werde, wo ich gar nicht mehr durchblicke, was ist los, oder ich kann unterfordert werden. Dass zum Beispiel ich zwar in eine Moschee gehe, aber ich dort vielleicht nur Billard spiele oder sonstiges, also nicht so viel Allah mich hingebe. Deshalb sollte ich sehr darauf aufpassen, gerade dann für diejenigen, die wo zum Islam zurückfinden, dass sie aufpassen, wo schickt mich Allah hin? Entweder zu einem früheren Ort, wo ich schon mal war, oder zu einem anderen Ort. Aber dies ist sehr wichtig, denn Allah subhanallah weiß genau, wo uns hinschickt. Und er weiß genau, was für uns gut ist. Aber leider ist dann die Emotion, das aufgebrachte Herz so wild und so gleich Allah hingebend, dass man meint, man muss das gleich die ganze Welt erretten und zum Besten machen. Und deshalb fühlt man sich nicht immer dort gut, wo Allah subhanallah hinschickt. Man meint, ich kann noch mehr machen, ich kann es noch besser machen. Also sucht man Orte, wo man denkt, besser aufgehoben zu sein. Und man kommt auch wohin, wo man in erster Linie denkt, auf den ersten Anschein, jawohl, hier, da fühle ich mich bestätigt. Hier kann ich aktiv sein, hier kann ich machen, was ich will. Und somit ist es eigentlich nur eine Falle vom Scheitern, der wohl nämlich genauso auch dabei ist. Am Anfang, wenn wir uns alle hingeben, wenn wir Dua machen, wenn uns Allah subhanallah den rechten Weg weist, dann haben wir erstmal einen gewissen Schutz. Der Scheitan rennt gegen eine Mauer. Aber er weiß, es dauert nicht lange. Allah gibt nur eine Starthilfe, dass er wieder auf den rechten Weg kommt. Und danach ist er sich wieder überlassen, wie die anderen auch. Sonst wäre es ungerecht, wenn die Person immer vom Scheitan geschützt wäre und die andere nicht. Und da greift er wieder ein. Was willst du dort, gibt der Scheitan ein. Schau woanders, wo es besser ist. Und dann geht er woanders hin. Schaut sich das an, auf, findet er gut. Und dann bringt er sich ein wenig da ein und dann später kommt das, was der Scheitan an Erfolg wollte. Die Leute krachen ab, sie sacken ab, verlassen teilweise den Islam wieder und kehren dort zurück, wo sie hergekommen sind. Vielleicht nicht ganz so schlimm oder schlimmer, je nachdem, von der Position des Menschen her. Das ist, weil sie mit Allahs Fügung nicht richtig umgehen wollen, weil sie darüber nicht nachdenken. Wenn Allah subhanallah zum Beispiel diese Leute hier schickt, dann weiß er, warum er sie schickt. Zum Beispiel zur Ansa-Service oder zur Rehani oder zum Müllegerüsch oder zu Sulemanisch oder zu Diyanisch. Das spielt ja keine Rolle. Aber wenn Allah subhanallah dorthin schickt, dann muss es einen Grund haben. Dann sollten die Menschen erstmal hier bleiben und sagen, jawohl, Allah schickt mich her, es muss was Gutes sein für mich. Aber dann, sie sind ja emotional total jetzt auf dem Höhepunkt. Sie wollen gleich das Beste geben und meinen, ah, was will ich hier? Was will ich dort, was will ich dort? Suchen sie nach neuen Wegen. Und das ist genau das Falsche, was sie gerade für die Rückkehrer, was sie nicht machen sollten. Sie sollten erstmal dankbar sein, dass Allah sie zu einem Ort schickt. Denn Allah weiß sehr wohl, zu was die Person fähig ist. Und wenn Allah subhanallah gewollt hätte, hätte er dich gleich an diesen Ort gebracht, zu diesen Muslimen, die würde ich von 0 auf 100 aufbauen. Aber Allah kennt unsere Schwächen. Allah weiß, wie wir sind. Und deshalb, Allah schickt uns einen Ort, wo für uns mal ganz richtig ist, in erster Linie mal. Wo wir uns wohlfühlen, wo wir angenommen werden, wo wir etwas lernen können, wo wir aber auch nicht überfordert werden. Aber wo wir auch
ein bisschen gedrillt werden, wo wir uns nicht ganz selbst überlassen sind. Allah subhanahu hat uns auch zum Beispiel denjenigen, der wurde den Weg mal verlassen hat, zu Diana schicken können. Dann gibt es vielleicht einmal in der Woche Sochbett, der Rest wird im Keller oder wo, je nachdem welche Räumlichkeiten. Sie haben Billard gespielt, Dart gespielt, sonstiges. Aber wo fühlt er dann die Stärke, die er nämlich gerade braucht für einen, der zurückkommt? Da ist er einmal in der Woche zu wenig. Er braucht mehr, denn er hat die ganze Zeit sinnlos vertan. Da reicht einmal in der Woche nicht, wenn er mal etwas von Allah hört. Aber diese Leute fühlen sich dann wohl, Hauptsache ich bin Moschee. Aber sie merken gar nicht, dass die Moschee an sich nicht die Sache ist. Sondern ich habe die Moschee richtig genutzt, wenn ich Ibadat mache. Und nicht, wenn ich zum Billardspiel reingehe. Wenn ich zum Fernsehschauen reingehe. Wenn ich zum Fußballschauen reingehe. Dafür ist die Moschee eigentlich nicht gedacht. Aber dafür wird sie heute teilweise benutzt. Allah hat die Person auch dahin geschickt. Und Allah schickt noch ein paar Personen dahin. Das sind vielleicht die ganz Schwachen, die mit allem überfordert werden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala möchte keine Seele in die Irre gehen lassen. Deshalb schickt er auch welche zu Diyanet, die Light Moslems, die ganz Leichten, die es nicht hart haben können, dass sie aufgebaut werden, dass sie später einen besseren Weg gehen können. Ich kann auch die anderen gleich dort entschieden. Aber wichtig ist, dass wir begreifen, dass wir, wenn uns Allah subhanahu wa ta'ala hinkommen lässt, dass wir mal erstmal darüber nachdenken, warum Allah schickt mich genau in diese Gruppe hierher? Warum schickt mich Allah nicht woanders hin? Dass wir begreifen, wie wichtig es ist, auf Allahs Fügung aufmerksam zu werden. Dass wir begreifen und uns Gedanken machen, warum Allah subhanahu wa ta'ala schickt mich hierher und nicht woanders hin. Denn der Shaitan, er wartet immer und er ist ein Geduldiger. Obwohl natürlich alles sehr schnell haben möchte. Aber der Shaitan ist der beste Lehrer. Der kennt sich voll aus. Der weiß genau, wie er mit unseren Gefühlen manipulieren kann. Wie er uns etwas vorspielen kann. Er bearbeitet uns auch kräftig. Und wenn wir nicht aufpassen, sind wir den Shaitan voll ausgeliefert. Und er bearbeitet uns. Und er macht uns das erstmal in Gedanken rein, ach, hier bist du gar nicht so richtig. Du musst woanders hin, du musst was Besseres haben. Wie viele, oder einige zumindest, waren schon hier, auch die, wo neu zurückgekommen sind zum Islam, und sind dann gleich gegangen zu Rehani. Gleich aufgebaut worden. Oh, Zikir, macht Töbe. Und die sind gleich geflogen. Sie haben eine Woche, zwei Wochen Tränen verflossen, dass es besser nicht geht. Ihr Herz war wieder richtig offen für Allah. Sie haben gedacht, ich bin im Paradies schon fast. Aber die Situation hat nur kurzfristig angehalten. Nach einem Monat, nach zwei, je nachdem, nach drei Monaten war es aus. Da haben sie wieder erkannt, naja, das ist immer so. Weil man meint, der Zustand bleibt immer so, der bleibt aber nicht so. Man muss einen Zustand immer erkämpfen. Auch wenn es am Anfang schön erscheint und leicht ist, der Zustand bleibt nicht immer, ich muss ihn erkämpfen. Und das Erkämpfen, auf diesem Level zu bleiben, das ist sehr schwer. Und dann sacken sie ab und kehren wieder dort zurück, wo sie waren. Und das ist eben genau das Tragische. Weil sie nicht aufpassen über die Fügung von Allah subhanahu wa ta'ala, wo hat es hingeschickt, an welchen Ort. Denn Allah weiß sehr wohl, dass für uns gut ist. Und deshalb muss man aufpassen, sich nicht betrügen und zu bescheißen lassen. Der Shaitan gibt dann genug Gründe ein. Geh nicht dorthin, das sind zu klein. Geh nicht dorthin, das sind zu alt. Geh nicht dorthin, das sind mit Bart. Geh nicht dorthin, das sind ohne Bart. Er hat verschiedene Möglichkeiten. Jeden seinen Geschmack gibt etwas ein. Aber wir sollten darüber nachdenken, warum Allah lässt mich genau hierher kommen. Wenn wir darüber nachdenken, dann begreifen wir es. Allah möchte, dass wir einen Weg gehen, der für uns auch angenehm ist. Dass wir nicht überfordert sind. Dass wir das dankend annehmen und sagen, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich mich aufbauen, mein Iman. Und nicht, dass immer was anderes suchen, wo kann ich glücklich werden. Denn das ewigliche Rumsuchen, wo kann ich glücklich werden, bleibt man nirgendwo hängen. Man wandert von eins zum anderen. Deshalb soll man schon seinen Verstand benutzen. Man hat ja Dua gemacht, ja Rabbi, lass mich wieder den Weg gehen, wo ich früher gegangen bin. Hilf mir. Und dann sollte man auch die Konsequenz dann ziehen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen zu diesem Ort schickt, oder man sich wieder erinnert, da war ich aufgehoben, da gehe ich wieder hin, dann hat Allah das doch so auch gegeben, dass der Mensch wieder eine Basis findet, dass er wieder leichter zu Allah zurückkehrt. Aber unsere Leute wollen heute gleich hoch hinaus. Und dann natürlich nicht nur mit denen, die wo jetzt auch wo neu kommen, wo vielmehr wieder zurückkommen zum Islam, sondern auch die, wo bisher sich hier sind. Denn was ist ein Shaitan sein oberstes Ziel? Sein oberstes Ziel vom Shaitan ist, dass wir das Paradies nicht erreichen. Da versucht er mit allen Mitteln zu bekämpfen. Wenn er uns jetzt von der Moschee nicht wegbekommt, das ist natürlich sehr traurig, denn er möchte nicht, vor allem die Jugendlichen Moschee sind, ist für ihn das der größte Graul. Aber dann sagt er sich, okay, ich bringe sie von dort nicht weg,
dann lass ich sie einfach wandern. Ich bringe sie zu der Moschee, bringe sie zu der Moschee, gib dort ein schönes Gefühl ein, gib da kein schönes Gefühl ein und so wandert die Seele rum, bis irgendwann die Lust dann weg ist. Weil dann ist er auf Erfolgskurs. Er meint, er muss immer suchen, er muss immer was Besseres finden. Und irgendwann landet er in Null und wird enttäuscht, weil es dann irgendwann kein Besseres mehr gibt. Deshalb muss man auch hier aufpassen, dass man sich nicht immer von anderen verleiten lässt. Denn der Shaitan ist sehr aktiv. Du wirst in einer anderen Moschee und dort zum Beispiel gefällt dir die Stimme des Imams. Der rezitiert so wunderbar. Das ist super, da gehe ich gleich dorthin. Der Shaitan gibt dann gleich ganz gutes Gefühl. Normalerweise, der Shaitan hat nichts davon, dass du in eine Moschee gehst und dass es dir gefällt. Aber der Shaitan weiß auch, mit Ibadet bringt er dich genauso auf den falschen Weg. Mit Ibadet. Der ist nicht so, dass du eine Kufa einredet im Kopf. Er redet uns auch Ibadet ein, macht das ist gut. Und so bringt er dich, hörst du den Imam, oh, das gefällt mir, geh in die Moschee. Jetzt bist du dort. Und nach dem Gebet, naja, sitzen wir ein bisschen rum. Da gibt es einen Freund, reden wir ein bisschen. Da wird so Gespräch, Diskussion und so ein Witzzeug, das ganze Zeug. Und danach geht man auseinander. Und dann gewöhnt man sich dran. Das ist doch besser, der Shaitan gefällt's. Weil der Shaitan kennt seinen Plan. Er sagt, geh ruhig hin, diskutiere ruhig, bring deine Zeit mit immer mehr Sinnlosen zusammen. Und indem man sich umschaut, verfliegt alles. Warum lässt denn der Shaitan das in einer anderen Moschee auf einmal besser gefallen? Weil er weiß, zum Beispiel in der Moschee, wo er vorher war, da findet nachher ein Sohbet statt. Und der Shaitan weiß, Sohbet ist die Quelle des Lebens. Weil Sohbet ist das Gehirn. Ist das Wissen, was man bekommt. Und das möchte er entziehen. Denn beten, okay, beten kann er mal. Aber wenn ihm später das Wissen fehlt, dann wird doch das Beten bleiben lassen mit der Zeit. Der Shaitan, der denkt so weit, die Menschen leider nicht. Und deshalb sagt er, okay, geh ruhig in eine andere Moschee, hör, wie schöne Stimme der Imam hat und erfreue dich, sitz danach mit ein paar Freunden rum und das war's. Aber das Rumsitzen dort ist was ganz anderes, wie hier zum Beispiel dann beim Sohbet. Denn wenn er von hier weggeht, hat er zwar sein Gebet gemacht, aber eins fehlt ihm, es fehlt ihm das Sohbet schon. Und der Shaitan hat einen Punkt schon geschlagen. Und der Shaitan freut sich für die Sache. Und dann sagt er, morgen das gleiche wieder und übermorgen das gleiche wieder. Und dann gibt er ein, und das ist noch was ganz Gefährlicheres, dann gibt er ein, auszuwählen unter die Imame. So sagt, der gefällt mir nicht, der gefällt mir, damit dann geredet drüber, wird Fitne gemacht, wird Gibet gemacht und dann hat man schon wieder was in sein Herzen drin, was allen nicht gefällt und irgendwann fällt man dann ab. Weil dann, er macht der Propaganda. Den sein Gerede, den sein Koran lesen gefällt mir nicht, wie der Gebet macht. Jeder ist halt anders und muss immer den Nutzen daraus sehen. Wenn ich einfach nur in eine Moschee gehe zum Beten, für rein gar nichts anderes, okay, dann geh in die Moschee, wo schönes Beten ist. Aber dann wirst du sehen, da führt dich der Shaitan nicht mehr hin. Weil er weiß, dass du wegen der schönen Stimme dorthin gehst. Dann lässt er dir das unbeobachtet bleiben. Er gibt dir eine andere Moschee ein, wo du einen Grund suchst, nicht mehr herzukommen. Also sollen bei uns die Alarmglocken läuten. Wenn der Shaitan uns eingibt und sagt, komm, geh dort in die Moschee, dort schöne Stimme. In der anderen Moschee geh nicht, die Stimme gefällt mir nicht. Das ist eine Frage der Zeit, wann der Shaitan das Spiel gewonnen hat. Ich habe früher Leute erlebt, man möchte es nicht glauben. Die waren auch gut, gebeten, gelernt, alles. Dann haben sie angefangen, bei sich zu Hause, sich zu treffen, um über das Land zu reden. Und das ist immer so, wenn man sich versucht, von den Moscheen zurückzuziehen. Man kann natürlich zu Hause machen, zu Hause ist auch gut, ist auch Sunnah, zu Hause das Sohbet zu machen. Aber man muss halt aufpassen, für was man das macht. Man möchte nämlich gern zeigen, ich bin eigentlich der und was soll ich in der Moschee? Da kann man vielleicht nicht sich so verwirklichen oder bei anderen. Da hat die Gruppe angefangen, Sohbet zu machen. Und auf einmal aus heiterem Himmel, die Leute haben geredet, als ob sie Alims wären. Es kam aus ihnen Stimme was heraus, die haben sich gewundert, was ist los? Der hat kein Wissen gehabt und redet wie ein großer Alim. Und sie haben sich gefreut. Boah, wir sind was, wir sind was. Und jeder, wo geredet hat, hat geredet wie ein großer Alim. Und sie haben sich mächtig gefreut. Und dann hat sie immer weitere Kreise gezogen. Und dann haben sie angefangen, sich noch mit Jin zu beschäftigen, haben geredet. Und das Ende von dem guten Lied war, von diesem Schluss dieser Sache, sie haben am Anfang schon mehr Ibadet gemacht, aber danach haben sie angefangen immer zu reden nur. Unter sich zu reden, haben die Ibadets bleiben lassen. Dann haben sie Dinge gemacht, die man eh nicht machen sollte. Sie haben sich mit den drei Buchstaben beschäftigt. Und so sind sie vom Weg abgekommen.
Es fängt manchmal alles gut an und heile, wie man denkt. Aber was zum Schluss rauskommt, das ist wichtig. Es ist nicht das Wichtigste, wie ich erzogen werde, ob muslimisch oder nicht. Es ist wichtig, wie ich sterbe. Denn wie sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? In der Früh, die einen stehen auf als Muslime, gehen abends als Kaffee ins Bett. Die anderen stehen in der Früh als Kaffee auf und gehen abends als Muslime ins Bett. Umgekehrt, je nachdem. Wir sehen also, es ist keine Garantie. Deshalb für uns ist der Maßstab wichtig. Ich muss als Muslim sterben. Als Gott ergebener muss ich die Welt verlassen, dass alle mir zufrieden waren. Und da muss ich meine Augen offen halten. Alhamdulillah ist das eigentlich eine wunderbare Gnade, dass Allah uns auf den Verstand noch gebrauchen lässt. Dass wir begreifen, dass wir in Islam leben sollen. Dass wir Zeit geben sollen für Sohbet. Dass wir Zeit geben sollen, uns zu finden. Wie viele unserer Brüder und Schwestern machen das nicht? Wie viele jetzt am Volksfest vergnügen sich heute wieder warmes Wetter, Bombengeschäft da draußen. Wie viele aber von denen haben kein Gebet gemacht, die wo vielleicht, wenn sie zu Hause geblieben wären, gebetet hätten. Aber jetzt, sobald sie auf der Straße draußen sind, beten sie nicht. Nur zu Hause. Was hat ihnen dann das gebracht? Am jüngsten Tag werden sie erkennen, wie schlecht es war. Weil heute Muslime auf die Gefahren einfach nicht aufpassen. Sie passen sich den Umständen an, wo sie leben und leben genauso so mit. Da kommt eben die Gefahr heraus. Wir haben keine Garantie, dass wir sagen, wir beten jetzt. Keine Garantie, ob ich morgen noch hierher komme. Wer weiß, vielleicht findet ihr mich morgen irgendwo in Hawaii, Honolulu oder sonstiges und denkt, was der Halit, wie kann das sein? Hupft er mit Honolulu-Weiber rum oder sonstiges? Weiß man nicht. Alhamdulillah, heute bin ich noch hier, was morgen ist, weiß ich nicht. Aber ich tue mein Möglichstes, dass ich morgen wieder hier bin. Das ist der Unterschied. Ich tue mein Möglichstes. Wenn ich so umgehen würde wie manche anderen von hier, dann wäre ich mit Sicherheit nicht mehr hier jeden Tag. Weil ich einfach nach Lust und Laune etwas mache. Heute habe ich Lust, habe das oder jenes. Oder dass wir von meinen Freunden einfach ziehen. Wir müssen endlich mal begreifen und erkennen, dass der Shaitan nicht nur mich benutzt, er benutzt auch meinen Freund. Nehmen wir zum Beispiel diese zwei Zitter, die wohl jetzt Freunde sind. Wie wird der Shaitan versuchen, diese beiden auseinanderzubringen? Ihr werdet sehen. Er wird irgendwann einen Streit anzetteln. Mit den Hintergedanken, die Leute nicht mehr herzubringen. Dass der eine sagt, in den komme ich nicht, und dann sagt, in den komme ich nicht. Das ist Shaitan seine Aufgabe. Wenn man aber wachsam ist, wenn man aufpasst, wenn man weiß, der Shaitan will mich attackieren, dann hat der Shaitan keine Chance. Denn Allah subhanahu sagt, und über meine gläubigen Diener hast du keine Chance. Hast du keine Möglichkeit. Es liegt also an uns, wie wir uns hingehen lassen. Wenn wir unseren Verstand benutzen, wenn wir begreifen, Alhamdulillah, Allah lässt mir diesen Weg gehen. Warum will ich ihn freiwillig herschenken vom Shaitan? Die Listen der Shaitan sind wahnsinnig viel. Er hat nicht nur eine. Er hat sich das ganze Paket voll. Und er schöpft das total an uns aus. Er lässt keine Kleinigkeit aus. Wenn er eine Muslim, der fünfmal am Tag betet, wenn er es nur schafft, von der Moschee wegzubringen, dass er zu Hause betet, der freut sich riesig, obwohl das Beten nie aufgehört hat. Aber bei Allah wird diese Person, er wird ihn fragen, warum hast du die Moschee verlassen? Warum bist du nicht mal Moschee gegangen? Das kann vielleicht für ihn der Untergang sein. Allah, Allah, wir wissen es nicht. Aber der Shaitan weiß, warum will er einen von der Moschee wegbringen? Die Moschee ist der schönste Ort für uns Muslime. Es müsste in jedem Herzen von uns drinnen sein, dass er eigentlich in der Früh aufsteht und sagt, wann kann ich heute Moschee gehen? So müsste unser Herz ticken. Aber wie tickt unser Herz? Schule, treffe die Freundin, meine Freunde, Gaudi, das und das, dann Fußball, das und das. Keiner sagt, das ist alles verboten. Wir können alles unseren Spaß haben, Fußball oder sonstiges. Aber wir müssen richtig abchecken. Als ich damals neu angefangen habe, war ich mit einer Familie so zusammen, die wo mir viele auch gezeigt haben. Da sind wir zum Dutzendeich rausgefahren, an diese Nazi-Gebäude, dieses große Mauer, da Tennis gespielt. Da gehen die Leute immer hin, ich war auch da. Und dann mittendrin, Nachmittag, so schön wie es war im Sommer, wir gehen. Ich ganz geschockt. Wir sind jetzt gerade mal zwei Stunden hier, wir gehen schon wieder. Nehme ich das Gebet, ich kenne Nachmittagsgebet. Dann habe ich erst kapiert und begriffen, was ist es eigentlich, Moslem zu sein. Du musst jetzt sagen, stopp, jetzt ist die Zeit für Allah da. Du brichst genau das ab, wenn es schön ist. Aber wie viel heute, gerade Familie, wenn sie an ein Picknick gehen, beim Picknick traut sich keiner beten, haben sie Angst, die anderen schauen zu, schämen sich, was auch immer. Und dann versäumst du das Gebet. Wegen dem Picknick, wegen der Freizeit. Gerade jetzt, wenn der Sommer kommt, sie ziehen mit Freunden umher, dann lass uns einfach die Sache. Und das muss rein, das muss sitzen. Wenn meine Eltern dort sagen, wir gehen heute Picknick, dann muss bei mir im Kopf gleich kommen, wie mache ich das mit meinen Gebeten?
Kann ich dort beten? Gibt es in der Nähe Moschee oder sonstiges? Das ist meine Sache, wo bei mir ablaufen muss. Wenn ich heute wohin fahre, mit dem Auto irgendwo hin, dann ist bei mir das Erste, wie mache ich es mit den Gebeten? Wo kann ich unterwegs eine Moschee haben oder wo muss ich Tankstelle beten oder sonstiges? Aber mein erster Gedanke ist, nicht das Ziel dort, wo ich hinfahre. Bei mir ist das Erste, wie mache ich das mit den Gebeten? Dann tue ich mein Auto ausrüsten, ich habe eine Pappe drinnen oder ein Tuch, je nachdem, als Unterlage, falls keine Moschee ich erwische. Habe eine Flasche Wasser dabei, wenn ich Toilette gehe, weil auf den Tankstellen, die haben sowas nicht, die wissen für Muslime, extra Wasser für Toilette sauber machen, haben sie nicht. Das muss ich mir vorbereiten. Dann habe ich Sejade dabei, Teppich dabei. Das ist vorbereitet sein. Wenn mir da unterwegs was zustößt, dann Allah weiß, ich habe Vorbereitung getroffen. Ich hätte mein Gebet gemacht auf Reisen, weil ich habe alles auch drinnen. Das muss in unser Herzen rein, dass der Shaitan da keine Möglichkeit hat. Das müssen wir begreifen. Der Shaitan schlägt in allen Dingen voll zu. Deshalb müssen wir schauen. Wir brauchen alles mal eine solide Basis. Ich kann nicht erwarten, dass einer, der ein Jahr gerade Moschee kommt, dann gleich Tarikat wechseln und ein großer Sheikh werden möchte. Das kann nicht gut gehen. Und ich habe genug gesehen, die wo einfach immer baden gehen, weil sie zu früh gehen. Tarikat ist schön, ich habe nichts dagegen. Aber bereitet euch vor. Habt erstmal das Grundwissen, Basiswissen, Akida, das ganze Zeug, bevor man Tarikat geht. Aber heute gehen in die Moschee, tun ein paar Kennenlernen von den Tarikat. Oh, das ist schön, die Geschichte aus 1001 Nacht. Sie schwärmen davon, auch sowas machen zu können. Und dann verlassen sie den Weg. Und dann merken sie, es ist zu schwer. Es geht nicht, in einem Monat fliegen zu können. Es geht nicht, in einem Monat das und das zu machen. Ich kann kein FW sein in einem Monat, wie es am Anfang versprochen wurde. Das geht nicht. Und dann verlieren die Leute Lust. Für einen Jugendlichen ganz normal. Er hat andere Erwartungen. Er möchte das gleich umsetzen, er möchte das gleich haben. Deshalb geht auf diese Fallen des Shaitans nicht rein. So schön alles klingen mal. Wenn ihr Tarikat gehen wollt, ihr habt euer ganzes Leben genug Zeit, wenn er euch leben lässt. Warum müsst ihr mit 16 oder mit 18 schon in Tarikat rein? Lasst euch Zeit, lernt erstmal Grundwissen, Basis und lernt erstmal einen Ort in der Moschee zu finden. Dann, wenn ihr Tarikat geht, mit 25, 30, dann werdet ihr merken, welchen schönen Islam ihr praktiziert. Weil leider heute auch, gerade was Tarikat betrifft, die ziehen sie auch für sich zurück. Es sind ganz wenige, wo du Moschee triffst. Sie haben irgendwo ihre Decke, sind dort, sie kommen mit normalen Muslimen nicht zusammen, weil sie eigene Decke haben. Es gibt einige, die machen sogar noch Jumanamas dort. Die siehst du dann gar nicht mehr. Das ist aber nicht richtig. Das ist eine Spaltung der Umma. Wenn du aber gewohnt bist, dein Gebet in der Moschee zu machen, dann teilst du es so ein, dass du dein Gebet Jamaat Moschee machst und später die Decke gehst oder dann die Decke kurzfristig verlässt. Weil man es gewohnt ist. Und da wird man auch Gefallen Allah haben. Und dann wird man auch bei Allah um die Stufen steigen. Deshalb müssen wir erstmal eins begreifen. Wir brauchen erstmal ein Basiswissen und das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen oder von einem Jahr auf den anderen. Wenn wir bedenken, wie die Gelehrten alle viel Zeit investiert haben, ihr ganzes Leben, da wollen wir das in 2 Jahren schaffen? Da wollen wir es in 3 Jahren schaffen? Ich komme ein Jahr Moschee, der andere bringt mich andere Moschee, es hört sich schon, oh, gleich gehe ich dorthin. Aber die wissen gar nicht, wie du bist, die wissen gar nicht, was du brauchst, die wissen gar nicht, welchen Wissensstand du hast. Und danach gehst du baden. Deshalb muss man gewaltig aufpassen. Und merkt euch dieses Prinzip. Immer dann, wenn ihr zu einer guten Sache geht und der Shaitan gibt euch ein wirklich gutes Gefühl für die Sache, dann sollten die Alarmglocken schlagen. Weil dann stimmt was nicht. Der Shaitan gibt euch an einem guten Ort nie ein ganz gutes Gefühl. Das Gefühl kriegt ihr vom Allah, aber nicht vom Shaitan. Hier in der Gemeinschaft zu sitzen. Aber wenn ihr wohin geht und es gleich, boah, super, super, dann passt auf. Dass der Shaitan will nicht eins reinreiten. Und da muss man schauen, wo bin ich gerade, was mache ich, warum soll es mir jetzt da besser gefallen? Und dann schau, aha, denn seine Stimme beim Gebet ist gut, aber danach, wenn ich hierher komme, ist Sohbet vorbei. Da muss bei mir schnallen, aha, schaut, das ist ein Shaitan sein Plan. Er möchte also, dass ich darüber gehe, dass ich das Sohbet nicht mehr mitbekomme. Und dann ist alles eine Frage der Zeit. Der Prophet, wenn er mit seinen Sahabern rumgegangen ist, er hat gehört, was sprechen die Leute. Die einen haben mit Zikir beschäftigt, die anderen haben so und so geredet, aber die, wo der es gemacht haben, bei denen hat der Prophet so verweilt, hat zugehört, was sie reden. Und sein Herz hat gestrahlt, weil sie schöne Dinge reden über Allah. Das Wissen aneignen ist ein großes Prinzip. Und da hat eine große Bedeutung, weil wir keine Garantie haben, dass wir wirklich von morgen noch so sind, ob wir auch im Alter sind. Es reicht nicht, wenn ich sage, ich war 10 Jahre Moschee, jetzt mache ich, was ich will, ich bin ja gerettet. Nein, überhaupt nicht.
Unser Leben gilt es, bis zum letzten Atemzug für Allah zu geben. Das heißt, ich gehe in die Moschee, auch wenn ich mit Krücken angekrochen komme, um ein Gebet zu machen. Solange Allah das mir erlaubt, besuche ich die Moschee. Und wenn ich weiß, dort gibt es Vordreh, dort gibt es Sohbet, dass ich dorthin gehe. Und das ist, was Allah von uns will, die Anstrengung. Das Begreifen, dass Allah die, nicht die Dummen möchte, sondern die Wissenden. Denn mit den Dummen kann ich manipulieren und mit denen entstehen Chaos. Krieg sind alles Sachen, nur weil das Volk dumm ist. Damals zur Nazi-Zeit, warum hatte Hitler so viel Erfolg? Das Volk war einfach dumm. Es wollte nicht mehr begreifen, das, was Hitler redet. Weil es ihnen schlecht ging, haben sie sein Zuckerbrot genommen. Das haben sie nachher stark zu spüren bekommen, warum sie so leichtsinnig vertraut haben. Und so an uns will Allah subhanahu nicht. Er möchte, dass wir mit Wissen, mit Liebe uns ihnen hingeben. Dass wir begreifen, was es heißt, Muslim zu sein. Dafür müssen wir erkennen, dass auch der Shaitan uns das ganze Leben begleitet. Er möchte uns zu Orten bringen, wo nutzlos ist. Wie gestern ein Spiel zum Beispiel da gewesen ist, da wollte ich ja nicht bleiben. Jeder macht unterschiedlich Sohbet. Meins vielleicht ein bisschen temperamentvoller, der Salih seins ein bisschen ruhiger, der Musab seins war mehr actionvoller. Jeder hat so seinen Stil. Aber wenn ich zu einem Sohbet nur gehe, weil der Action macht oder weil der Komik macht, dann stimmt was mit meinem Verständnis nicht. Ich muss auch diese Sohbets ertragen, die wo mal so wie schulmäßig ablaufen, wie beim Salih zum Beispiel. So richtig unterrichtsmäßig. Denn es geht in erster Linie um Wissen, nicht um Action, nicht um Power oder sonstiges. Und das gestern, dem hat es nicht gefallen, die tun so, als ob sie rumrufen und holen den anderen weg und sind wieder weg. Schau, sie werden damit bei Allah nicht ankommen. Und sie werden sehen, was sie davon haben. Vor allem, wenn man auf dem Weg neu ist, sich Allah wieder hinzugeben. Und dann fällt man gleich beim Shaitan drauf rein. Sie wollen das eine mit dem anderen tauschen. Wenn ich eine Möglichkeit habe zwischen Sohbet und Zikr, dann habe ich Sohbet vorzuziehen. Weil Sohbet liegt im Wert höher als Zikr. In Jamaat meine ich jetzt Zikr, ne? wenn man sich da trifft. Alleine Zikr kann ich immer machen, da brauche ich keinen Jamaat. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ich gehe zu einem Jamaat hin, zum Zikr oder Sohbet, dann habe ich Sohbet vorzuziehen. Das gefällt Allah lieber. Wie will ich Zikr gehen? Und dann, ich muss diese Rangfolgen begreifen und wissen, warum Allah das will. Weil Allah möchte den Wissenden haben. Und nicht den Unwissenden. Es war schön, wenn ich Zikr mache. Wenn ich mein Tesbih schwinge die ganze Zeit oder meine Herzen Allah kloppen lasse. Aber wenn von Allah die Prüfung kommt und ich es nicht gelernt habe, damit umzugehen, dann falle ich ja rein. Das macht es ja aus. Denn der Zikr allein rettet nicht. Sonst hätte Allah subhanahu gleich gesagt, die einen hocken sich in der Decke, machen nur Zikr und die anderen dort. Ihr alle beide. Nein. Wir müssen uns retten durch unser Wissen. Was wir angelernt bekommen, was wir uns aneignen, das ist unsere Rettung. Und das ist der Schutz gegen den Shaitan. Also müssen wir aufpassen bei diesen, wenn uns Leute wegrufen, wenn sie uns wohin hinrufen. Muss auch konsequent sein. Egal, ob es ein Freund ist, ein Bekannter. Man muss auch mal sagen können, nein, das geht für mich vor. Wenn du nicht mitkommst, dann geh allein hin, aber ich möchte dorthin gehen, weil mir das was bringt. Man muss das begreifen und verstehen, wie wichtig das ist. Man muss lernen, für Allah subhanahu sagen zu können, okay, du bist mein Freund, ich würde mit dir gerne hingehen, aber nicht zu dieser Zeit des Sohbet. Wie kann ich dann dorthin gehen? Das muss man begreifen, dass man für Allah auf etwas verzichtet. Okay, dann gehen wir andere Zeiten hin. Gehen wir Frühgebet hin. Da können wir hingehen. Da ist sogar lange das Frühgebet. Der spricht das sehr lange. Dann, wenn ich wirklich seine Stimme hören möchte, gehe ich in Frühgebet. Aber nein, da muss man früher aufstehen und da muss man länger im Gebet stehen. Da bleibst du lieber zu Hause im Bett oder geh in andere Moschee, weil in türkischen Moscheen wird kürzer gebetet wie in arabischen Moscheen. Da sehen wir, wo das Herz da ist. Das ist alles vom Shaitan ein Trick. Und das muss man begreifen. Muss man aufpassen. Denn die Fügung von Allah, er meint es mit uns nur gut. Er bringt uns zu diesen Orten, die uns was bringen. Ich habe Dua gemacht, Ya Rabbi, ich möchte mich dir hingeben. Ya Rabbi, zeig mir einen Weg, wo ich es lernen kann. Ich habe hier Leute gehabt, die sind woanders hergekommen, waren froh, sowas zu finden. Ich habe dann Leute gehabt, die sind von hier weg woanders hin, weil es dort leichter war. Letztens treffe ich einen bei Diana, der war früher auch Banzer. Ich sage, und betest du fünfmal am Tag? Er sagt, nein. Sage ich, warum nicht? Du bist doch hier auch immer Moschee. Damals, wie er bei uns gekommen ist, ist was nicht so häufig gekommen, aber dann wenigstens beten angefangen. Weil ich einfach Wert darauf lege, dass die Leute auch beten. Aber wenn du dorthin gehst bei Diana, das Message steht offen, aber ist egal, wer reingeht oder nicht. Und der ist jetzt über 20 und betet noch nicht seine 5 Gebete, aber er ist sehr oft in der Moschee. Was wird ihn das bei Allah bringen, dass er sagt, ja Rabbi, ich war jeden Tag fast Moschee. Und wenn Allah fragt, wie sah es mit den Gebeten aus? Da muss man schon aufpassen.
Der hat das Leichtere genommen. Er hat sich bei uns überfordert gefühlt. Halit sagt immer das, wir sollen fünfmal beten, das und das. Er hat es nicht gepasst. Gut, Allah hat den anderen Ort gegeben. Allah kennt die Herzen. Aber mit was er später wird zufrieden sein, das ist fraglich. Wenn er später vor Allah subhanahu wa ta'ala steht, da wünscht er sich, er wäre wohl bei Anze geblieben, statt dort zu gehen, wo er gar nichts macht. Man muss also schon einmal schauen, was mache ich, wo ich bin. Wenn wir uns hier nur einmal die Woche treffen zum Sohbet und es gibt eine andere Stelle, die jeden Tag macht, dann geht dort, wenn das besser ist. Oder dann kommt hier einmal und die andere Male dorthin. Aber tauscht nicht das Schlechtere gegen das Bessere. Das ist nur ein Schelter sein Trick. Und ich habe mehrere gehabt mit diesen Jungen, wo ich letztens getroffen habe. Wie ich sehe, wie sie abfallen. Sie haben, wie viele, wo bei uns waren, haben fünfmal am Tag beten angefangen. Haben das auch durchgezogen, solange sie immer gekommen sind. Und kaum kommen sie nicht mehr, ich treffe sie, sie beten nicht mehr. Da sehen wir, wie wichtig das Jamaat ist. Wie wichtig es ist, immer zusammenzukommen. Denn das gibt uns Kraft, das gibt uns Halt. Jetzt sind die Malaika, haben uns ja zum Geben. Meinst du, das haben wir am Volksfest draußen? Meinst du, das habe ich zu Hause? Hier, die Engel umkreisen uns. Hier, die Malaika machen für uns Dua. Hier, die Engel wünschen für uns was. Das sind alles Dinge, die beeinflussen uns, die gehen uns rein. Das ist nicht sinnlos hier. Das heißt, wenn ich morgen in eine Schule gehe, mit den Jungs, mit den ganzen Ausdrücken, mit den Mädchen, mit den Minirücks und gerade jetzt im Sommer, aber das gibt die Kraft, das widerstehen zu können. Wenn ich aber nur mit meinesgleichen zusammen bin, die wo schlecht reden, die wo die Mädchen hinterher pfeifen, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich eines Tages Sina mache. Weil ich es nicht ausgehalten habe, weil ich vielleicht auch gar nicht mehr gewusst habe, dass Sina haram ist. Ich habe gedacht, ne, okay, sollst du nicht machen, aber kannst du schon machen. Wie viele Leute mit Alkohol zum Beispiel sagen, ja, in kleinen Mengen darfst du es trinken. Wo sie alles das herhaben. Und es ist, weil sie ihren leichten Weg suchen. Weil sie einfach einen Weg gehen wollen, den wo Allah ihnen eigentlich nicht gegeben hat. Allah hat sie wohin geführt, sie haben diesen Weg verlassen. Sie haben einen schlechteren Weg genommen. Bitte, Allah gibt das auch. Allah will. Das ist ja freiwillig, was Allah subhanahu gibt. Aber wenn du Dua machst und du sagst, ja Rabbi, lass mich wieder dich zurückkehren. Und Allah bringt zum Beispiel hierher, da sollen wir es auch begreifen. Und sagen, warum Allah schickt mich her? Weil hier zum Beispiel jeden Tag Sohbet gemacht wird. Weil wir uns jeden Tag in der Moschee treffen. Weil wir ein Jamaat bilden wollen. Weil wir uns alle hingeben wollen. Das ist etwas ganz anderes. Wir können es auch bei mir zu Hause im Keller machen. Und können den Keller ausbauen und uns da treffen. Wir hätten nicht diese Barakat wie hier in der Moschee. Masjid gibt für die Sachen den besseren Barakat. Und dann den Keller, was wird da mit der Zeit rauskommen? Einfach nur Galaber und unsinnige Sachen. Und in der Moschee ist doch ein bisschen eine Art von Respekt da. Und doch, jetzt müssen wir auch ein bisschen was tun. Das macht eben das viel aus. Also geben wir uns diesen hin. Wir müssen begreifen, was das heißt. Die Fügung von Allah, die Rechtleitung von Allah so anzunehmen, wie es uns gibt. Und nicht nach unserem Trotz, vor allem nochmal Trotz, wenn man sagt, geh dort nicht hin, komm hierher, mach das und das. Dann ist recht der Trotz. Da sieht man auch, wie manchmal die Leute klein sind. Dass sie nichts begreifen. Dass sie nicht begreifen, dass sie mit ihnen was Gutes meinen. Sie bauen noch dagegen, jetzt erst recht. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Das sind auch diese Dinge. Wir müssen lernen, Gehorsam zu haben. Vor allen Dingen zu wissen, wenn es da einen gibt, der wo die Position eines Lehrers hat. Und der mir was sagt, dann meint das doch nicht, um mich zu tritzen. Um mich zu ärgern, sondern eigentlich um das Gute. So ist eigentlich die Funktion. Aber manche Leute verstehen schlecht, weil der Shaitan sie unter Kontrolle hat. Weil der Shaitan ihnen eingibt. Und dann begnügt sich der abends zu Hause, ah, das Abendgebet war schön, die schöne Rezitation des Hodjas. Aber der hat ja viel gekostet, der Shaitan, der hat ja viel abgenommen, das begreifen sie nicht, das sehen sie nicht. Und irgendwann wird der Shaitan auch das nehmen. Denn der Shaitan denkt weiträumig, weitsichtig, nicht wie wir so eng von heute auf morgen. Er hat seine Pläne, er weiß genau, jetzt kommt dieser Schritt, wenn er so weit ist, mache ich diesen Schritt und dann mache ich diesen Schritt. Und irgendwann, zack, ist er weg. Denn unsere Hingabe zu Allah ist unsere Rettung. Dass ich mich bemühe, dass ich mich anstrenge, dass ich Gera bin, für dich strenge ich mich an, für dich mache ich das. Und dann können wir auf den sicheren Weg sein. Und dann wird uns Allah auch immer diesen nötigen Schutz geben, wenn ich mich auch anstrenge, wenn ich mein Bestes gebe und nicht, wenn ich rumspiele. Heute die Muslime spielen mit der Religion regelrecht rum. Sie nutzen sie aus nur für ihre Sachen. Nur für das, was sie wollen. Aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, die Hingabe. Wir haben das Bild ja auf Facebook gesehen, wo vorne eine Frau betet. Männer und Frauen gemischt mit Kopftuch, ohne Kopftuch. Ja, das sind die neuen Einführungen, weil die möchten den Islam nach ihrem Kopf leben. Es gibt festgefahrene Regeln im Islam, interessiert denen nicht. Und deshalb müssen wir aufpassen.
den Ego nicht über uns siegen lassen. Nein, ich mache das nicht, was er sagt. Jetzt mache ich das recht. Dies mag Allah subhanahu nicht, solche Art. Das ist kein Edeb. Und das führt dazu, dass Allah subhanahu sich von uns verabschiedet. Wenn Allah uns verlässt, dann sind wir verlassen. Müsste uns klar sein.